Nachdem wir MW3 gezockt haben, stellen wir euch jetzt ein Ballerspiel für iPad, iPhone, iPod Touch vor. Vorweg führen wir jetzt noch was Neues ein, und zwar auf Anfrage von einem Abonnenten. Der hat vorgeschlagen, dass wir am Schluss vom Review immer Punkte geben von 1 bis 10. Ja, und das ist ein guter Vorschlag, und deswegen führen wir das jetzt ein. Also los geht's mit dem Review für den Dead Trigger. Ja, dann sehen wir hier auch unseren täglichen Bonus. Wir kriegen eben jeden Tag ein Gold, zwei Arena-Eintrittskarten und zwei Casino-Chips. Ich zeige das jetzt mal mit den Casino-Chips. Und zwar geht es eben dann Casino. Können wir hier drauf drücken, können wir eben immer was gewinnen. Da sehen wir den Jackpot. Jetzt haben wir hier eben nochmal zwei Casino-Chips gewonnen. Also man kann da Gold und eben auch Geld gewinnen in unterschiedlichen Höhen. Daher haben wir zum Beispiel 540 Dollar bekommen. Sehen wir hier, können wir noch unsere Statistiken angucken. Ja, wie viel Gold wir haben, wie viele Kills, wie viele Tote, wie viele Headshots und so. Das Spiel hat auch eine Game Center-Anbindung, das heißt, da gibt es auch Trophäen und so. Hier können wir zur Bank, da können wir, wenn wir da jetzt zum Beispiel den auf Twitter folgen, kriegen wir 5 Gold gratis. Ja, da wenn wir Werbung angucken kurz, dann kriegen wir 1 Gold gratis. Dann haben wir hier noch einen Shop, da hat es viele Waffen. Finde ich gut. Kann man dann eben Waffen kaufen. Hier habe ich noch nicht freigeschaltet, muss ich in Rang 9 kommen. Ich bin, wie ihr seht, gerade noch in Rang 8. Ja, dann kann man hier eben unterschiedliche Waffen, zum Beispiel eine Motorsäge oder K47, eine Winchester. Ja, dann können wir hier noch Items, Beispiel Bandagen, sodass, ja, noch hier zum Beispiel noch Granaten. Und hier können wir eben uns noch mal einen Waffenslot zeigen, kaufen, noch einen Itemslot. Zeige ich euch dann nachher auch noch mit dem Waffenslot. Ja, und hier können wir jetzt eben noch mehr über In-App-Käufe uns Gold und Geld holen. Da sehen wir eben noch mal Free Gold, wenn man den zum Beispiel bei Twitter oder so. Dann haben wir hier eben verschiedene Quests. Hier mal die roten. Da wenn man drauf drückt, sieht man noch eine kurze Beschreibung. Hier noch die Schwierigkeit. Sieht halt, da steht, welche Waffen man benutzen soll. Kann man da dann kaufen. Ja, dann seht ihr hier die Symbole, zum Beispiel hier das Symbol heißt, dass man eben solche Kisten von einer Stelle abholen muss und dann eben an eine gewisse Stelle wieder hinbringen muss. Hier müssen wir was verteidigen, steht da unten auch den Van, den Kleinbus eben von den Zombies beschützen, weil wenn die hinlaufen, dann schlagen die eben dagegen und dann geht es immer ein bisschen kaputt. Und hier soll ich eben eine bestimmte Anzahl an Zombies töten. So, wir machen das jetzt einfach mal. Warum sehen wir auch immer den Tag? Machen wir jetzt einfach mal das. Dann gibt es auch noch eine Arena, die zeige ich euch dann noch später. So, jetzt seht ihr, jetzt muss ich eben hier bleiben und die Position halten. Für 2 Minuten. So, und jetzt seht ihr hier schon, hier kann ich anvisieren, hier schießen.
und hier eben nachladen. Und so geht es in dem Spiel eben, dass man Zombies tötet. Da oben haben wir dann noch eine Karte mit einem Radar, das dann eben die Gegner anzeigt. So, dann da oben seht ihr, welche Waffe ich benutze. Zum Beispiel ist ja jetzt gerade die AK-47. Drunter seht ihr noch, wie viel Schuss ich noch übrig habe. Kann ich hier Waffe wechseln. Das ist jetzt eben eine Pump an, die hat jetzt eben nicht so eine weite Reichweite. Ich muss jetzt warten, bis sie näher kommen. So. Da oben haben wir das Leben. Ich habe jetzt eben noch 5. Die wollen eben, die laufen auf einen zu und dann schlagen die dich. Dann verlierst du eben Leben. Ja, manchmal laufen die Zombies, manchmal rennen sie auch. Dann gibt es auch noch dickere Zombies, wo dann nicht so schnell kaputt gehen und so. Da regnet es auch, wie man sieht. So, jetzt hat er mich eben getroffen. Jetzt wechsle ich wieder zu AK-47. So, der krabbelt auch, ja, der krabbelt da auch noch rum, der auch. So, jetzt habe ich die Mission auch geschafft. Zeit ist abgelaufen. So, dann sehen wir es jetzt hier eben auch. Ich habe jetzt 4 von 5 Sternen bekommen hier, habe ich 1188 Erfahrungspunkte, $597 habe ich bekommen. Das hier sieht man auf die Lieblingswaffe, wie lange die Mission jetzt ging, die Zombies man getötet hat, so weiter. So, zeige ich euch jetzt noch die Arena. Hier gibt es eben 3. Ich habe jetzt eben nur die erste bis jetzt. Habe es auch erst 2-mal gespielt, die Arena. Und zwar kommen hier eben immer Wellen von Zombies und die muss ich eben versuchen zu töten. Dann kommt eben immer die nächste Welle von Zombies. Dann eben so lange, wie man eben überlebt. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Dann sehen wir da oben auch einen Score. Dann sehen wir da auch, welche Welle gerade ist. Wie viele Zombies ich töten muss, dass die nächste Welle kommt. Ja, dann kommen wir jetzt auch zu der Punkte, wie viele Punkte geben wir dem Spiel? Ja, ich würde sagen, wir geben 7 Punkte, 7 bis 8 Punkte, weil das Spiel hat eine super Grafik, hat auch tolle So-Effekte, da habt ihr es vor. Man hat ja auch vorher die ganzen Animationen gesehen beim Regen. Es hat eine große Waffenauswahl. Es gibt ja verschiedene, hier durch die Arena kommt jetzt auch noch mal Abwechslung rein, sonst geht es ja nur, dass man Sachen schützt, dass man eine Anzahl von Zombies töten muss. Ja, dadurch ist jetzt hier auch eine Abwechslung rein kommen und es gibt ja auch eine Game Center Anbindung, wo man dann eben die auch Trophäen freischalten kann. Ja, nur dass es mit den In-App-Käufen ist natürlich nicht so toll, weil man bekommt jetzt nicht so schnell in-game an Gold, weil viele Waffen kosten auch Gold,
kriegt halt jeden Tag, wenn man startet, ein Gold gratis, aber es bringt ja nichts, wenn die Waffe 150 Gold kostet. Ist natürlich nicht so toll. An Geld kommt man schnell, ist nicht das Problem, aber an Gold, das kann man vor kurzem, vor dem letzten Update, ist man nur durch In-App-Käufe an Gold gekommen. Ja, und das ist natürlich nicht so toll. Jetzt ist schlau. Ich habe das Spiel für 79 Cent gekauft und glaube, jetzt ist es gerade kostenlos, den Zeitpunkt, wo ich es aufnehme. Aber das ist jetzt schon seit längerem kostenlos. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch so bleibt. Ja, also schlag zu und das war's dann jetzt von dem etwas längeren Review. Bis zum nächsten Mal.